Oh, Hallihallo, heute wieder Frage- und Antwort-Time. Und zwar haben ganz, ganz viele von euch gefragt, was wir mit unseren Funden machen. Ob wir die einfach alle wegschmeißen, ob wir die beim Fundbüro melden, ob wir die selber behalten, verkaufen oder was ich was. A, man darf seine Funde nicht verkaufen. Alles, was unter 10 Euro ist, darf man nicht verkaufen. Man muss es melden. So ist das Leben, kann man nichts dran ändern. Wir machen das natürlich so, obwohl vielleicht viele schon gedacht haben: Ja, habt ihr das Fahrrad, zum Beispiel dieses hier, tatsächlich gemeldet hat. Natürlich haben wir es gemeldet und wir haben es zur Polizei gebracht. Die Polizei hat es dann zum Fundbüro gebracht und das Schreiben von Fundbüro sieht denn so aus. Sprich, ne? Fundsache, Herren Singlespeed, Vicky Blade, bla bla bla, gemeldet am 31.07.2020. Und durch die Corona-Geschichte haben wir das jetzt ein bisschen später wieder gekriegt. Normalerweise geht das so, dass man in circa 3 bis 4 Monate wartet, dann kriegt man Bescheid. Ne? Oder eben auch nicht, je nachdem. Oder eben auch nicht, wenn der Finder sich gemeldet, der Eigentümer sich gemeldet hat, dann geht es natürlich zum Eigentümer. Ansonsten bekommt man Bescheid. Dann kriegt man das Rad quasi legitim überschrieben. Man muss dann 10 Euro löhnen. 10 Euro Bearbeitungsgebühr muss man löhnen. Dann kommt die junge Frau mit einem raus, schließt einen das Fahrrad auf und gibt einem das Fahrrad mit. Damit ist das Fahrrad automatisch also in unseren Eigentum bzw. in euer Eigentum übergegangen. Das bedeutet, dass ihr quasi anhand dieses Schreiben hier nachweisen könnt, anhand der Rahmennummer, dass es euer Eigentum ist. Kann ja angehen, dass ihr zum Beispiel angehalten werdet und die sagen, oh, ist bei uns registriert als gestohlen. Kann nicht sein, kann aber sein. Nee, muss nicht sein, kann aber sein. Und dann könnt ihr quasi dieses Schreiben vorlegen und dann seid ihr die legitimen Eigentümer von diesem Fahrrad. Dann habt ihr dieses Fahrrad quasi für einen Zehner gerissen. Allerdings mussten wir natürlich, jetzt kommt's, noch nach Oldenburg hin und zurück. Das sind von uns knapp über 100 Kilometer. Wir waren ja auch schon in Oldenburg fischen. Da haben wir es ja gefunden. Das sind nochmal über 100 Kilometer, also sind schon 220 Kilometer alleine nur für dieses Fahrrad quasi. Wenn man das jetzt rechnet, Wenn man es ganz pingelig wenn man es ganz aufrechnet. pingelig aufrechnet, wenn man es veräußern will. Man will es ja verkaufen. Dann haben wir an diesem Fahrrad natürlich auch noch jede Menge Reparaturen. Der Griff ist zum Beispiel ein Arsch. Der Schlauch guckt merkwürdigerweise sehr komisch hier aus dem Reifen raus. Ne? Also vorne Platten, neuer Schlauch rein, hin und her. Und dann werden wir das Fahrrad. So sieht das dann aus, wenn es im Wasser gelegen hat. Genau, wir haben gecheckt, was das Fahrrad kostet. Viele sagen jetzt, oh, ein Single Speed, da kriegt er bestimmt 200, 300 € für. Nein, leider nicht. Das Ding kostet 208 € neu, haben wir gegoogelt. Wahrscheinlich kommt der Versand noch dazu, keine Ahnung. Wir werden es jetzt für 100 € Wir wollen es anbieten. daran aber auch nicht bereichern, ne? Das geht ja Ne, wir nicht, das geht am Verein. Das geht zu 100% am Verein. Der Verein verkauft das Fahrrad jetzt. Wir werden es jetzt veräußern, weil wir haben Fahrräder, wir brauchen keins. Und ich schätze mal, so für einen Huni geht das Ding dann weg. Und dann haben wir in der Vereinskasse wieder ein bisschen Spritgeld und ein bisschen was für Kaffee und Kuchen. So, also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Mit dieser Fundgeschichte geht also wirklich ums Fundrecht. Googelt das Fundrecht, wenn ihr was findet, was ihr behalten dürft, was ihr behalten wollt, was ihr melden müsst, was ihr nicht melden müsst. Es gibt auch Sachen, die schon so und so viele Jahre irgendwo liegen. Die sind dann, glaube ich, nach einem halben Jahr kann man, glaube ich, teilweise Sachen quasi in Besitznahme nehmen. Aber wie das genau läuft, müsst ihr eben gucken. Generell ist es so, alles über 10 Euro müsst ihr melden, abgeben. Dann bekommt ihr Bescheid oder nicht Bescheid, ob es gefunden, nicht gefunden, wieder abgeholt, nicht abgeholt wurde. Und dann habt ihr so ein schönes Fahrrad, wie wir heute abgeholt haben, für euch am Start und könnt es verticken. So, also guckt euch mal andere Videos an, klickt ein Abo, was ihr mehr gerne gesehen habt. Tschüss, ciao, ciao. Goodbye.